So, da sind wir wieder zurück zum Abschluss der Woche und wir haben es ja fast geschafft. Wir wissen jetzt, wo Virgil sich versteckt. Die Kinder des Atoms haben es bisher noch nicht umgelegt, also von daher bin ich eigentlich ganz guter Dinge. Dafür haben wir jetzt hier so eine mega krasse Alpha-Todeskralle, Big Boss, Fiesling, Obermufti-mäßig hier im Kernreaktor gefunden. Ich habe dazu gar kein gutes Gefühl. Nee, nicht wirklich, aber gut. Irgendwie kriegen wir die auch platt. Hoffe ich jetzt einfach mal. Irgendwas ist die ganze Zeit mit Kernschmelze in. Könntest du mich einmal kurz durchlassen? Komm. Nee, nochmal kann ich nicht. Ich habe dafür nachladen. So. Gut, Glückknarre habe ich auch nicht mehr viel. Scharfschützengewehr habe ich noch ein bisschen was, aber Raketenwerfer. Der könnte ganz gut fetzen. Wir nehmen erstmal das hier. Schnell speichern. Da würde ich gleich sagen, nehmen wir schon mal einen Medix. Wobei, wir haben auch noch den Alien Blaster. Nehmen wir den vielleicht als erstes. Ich könnte hier auf dieses Ding drauf gehen. Ich mach dich platt. Alter Schwede. Ist die übel, ey. Vielleicht kommt hier unser Helfershelfer. Ist die übel. Mach dich platt. Boah. Alter Schwede. Verdammt. Nichts gefunden. So. Na? Kann nicht mal. Also nicht, dass das eine Option wäre. Ja, wo hast du dich verbrochen? Ja, das würde ich auch gerne wissen, aber wir haben es geschafft. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht mit gerechnet. Ich hatte eigentlich mit allem gerechnet, aber. Oh, Kinder des Atoms, aha. Anscheinend ist die Radioaktivität hier ein bisschen höher. Geringfügig. So, wir gucken mal da drüben an den anderen. Vielleicht haben wir hier noch irgendwas, was es hier zu holen gibt. Kann ich da reinkriechen? Nee. Aber von hier oben aus müsste ich reinkommen, wenn ich das gerade sehe. Aber ich glaube, da ist gar nichts, oder? Ich mache mir vielleicht Hoffnung, irgendwas zu finden, wo gar nichts zu finden ist. Schade immer, ne? Na gut. Gehen wir hier den Berg hoch. Bevor uns die Strahlung endgültig verschlingt. Da hinten soll es sein. Da war noch eine Fabrik. Ich nehme jetzt auch mal die Schrotflinte. Aber mit dieser Also ich hätte nicht gedacht, dass wir mit dieser Alien-Knarre so gut. Also selbst eine Alpha-Todeskralle, und die sind ja echt riesig, haben wir eben gesehen. Halt Platz kriegen. Das hätte ich echt nicht gedacht. Okay. Da sind einige. Da hinten ist die Fabrik. Gut, dann latschen wir hier außen ein bisschen rum. Sind ja sowieso schon außerhalb der Karte. Dann macht das bisschen jetzt auch nichts mehr. Hoffe ich jetzt einfach. Kannst du in diese Richtung nicht weitergehen? Ja, das ist dann halt dort zu Ende. Also praktisch hier ist es zu Ende, ne? Sehen wir ja gerade. Oh, schöne radioaktive Suppe. Lecker, yummy, yummy. So, da hinten ist es anscheinend. Kann ich hier hochnehmen? Schade. Ich möchte eigentlich ungern mich damit denen jetzt unten duellieren. Die haben eh keine Chance, aber
Die Fabrik, ich weiß nicht. Ich sehe sie jetzt nicht direkt. Ich weiß jetzt nicht, wie nah oder fern die ist. Da ist nochmal gewittert. Dann sehen wir sie vielleicht. Ne, da war jetzt nichts zu sehen. Ne, ich sehe echt nichts. Doch, da ist irgendwas, hä? War das irgendwie eine Satellitenschüssel oder so? Kann das sein? Das sah eben so hell aus. Da hinten, guck mal. Ach, das Ding ist das. Nee, da ist wirklich nichts. Hier ist wirklich nichts zu holen. Hier sind eigentlich auch nur Gegner. Wir entdecken es aber trotzdem einmal kurz. So, verfallene Fabrik. Und ziehen uns auch gleich wieder zurück, weil ich glaube, hier waren doch einige Gegner. Ja. Wenn, dann kann man das ja später immer noch mal erkunden, falls man denn Lust haben sollte. So, ich glaube, mich erinnern zu können, dass eigentlich ist, das ist jetzt natürlich jetzt interessant, ob das geskriptet war oder nur blanker Zufall, aber ich hatte zum Beispiel das Vergnügen, dass in der Nähe von Virgil eine Art unfreiwilliger Bewacher war, und zwar eine Alpha-Todeskralle, mit der ich mich damals dann rumärgern musste. Bin ich mal gespannt, deshalb ich speichere mal kurz. Dann schauen wir mal, ob das jetzt auch der Fall ist. Wenn nicht, ist gut. So, dann mal schauen. Okay, das ist eine normale Todeskralle. Schläft die? Die sieht so aus, ne? Weil da, wo die ist, hatte ich eine Alpha-Todeskralle stehen. Die dann gewartet hat die ganze Zeit. Ich habe es dann so gemacht, weil, dass ich dann einfach mich hineinbegeben habe. In die Höhle. Was soll das? Was war das? Oh, Nick, ey. So. Anscheinend lebt die ja noch. Ja, wenn es nicht anders geht. Haha. Fuck, bewegt sie sich auch noch. Ja, er kann ja nicht sterben, ist das okay. Die kriegen wir noch. Nochmal. Sehr schön. Ich bin froh, dass ich mich dazu entschieden habe, den Raketenwerfer immer mitzunehmen. Ja, echt? So. Wirf alles, was du nicht mehr tragen kannst, in meine Richtung. Ja, mach ich. Wir gehen erstmal hier zu Virgil. Sehr schön. Na, die ballern nicht auf mich. Halt, ganz langsam. Okay, Supermutant. Du bist vom Institut. Also, wo ist Kellogg? Na, will sich wohl an mich ranschleichen, während du mich ablenkst? Nein. Keine Chance. Ich bin nicht dumm. Mir war klar, dass sie ihn schicken würden. Sicher? Ich möchte nur reden. Ist das so? Dann rede. Und zwar schnell. Okay. Ich brauche deine Hilfe. Meine Hilfe? Wobei? Und wie hast du mich überhaupt gefunden? Ich suche nur nach Informationen über das Institut. Das Institut? Yep. Also haben sie dich geschickt, nicht wahr? Du arbeitest mit Kellogg zusammen. Der ist voll paranoid, ne? Kellogg ist keine Gefahr mehr. Ist tot? Jupp. Lüg mich nicht an. Doch. Er ist tot, ob du es nun glaubst oder nicht. Jupp. Das ist zweifellos schwer zu glauben. Ja, ich habe ihn platt gemacht. Kellogg war gnadenlos. Das Institut hat ihn nicht ohne Grund so viele Jahre die schmutzigen Jobs erledigen lassen. Ich wusste, dass sie ihn schicken würden. Wollte vorbereitet sein. Aber ich wusste trotzdem nicht, ob ich das packe. Ich glaube, du hättest das nicht gepackt. Also hast du
Du hast ihn getötet, was? Jupp. Was willst du nun von mir? Warte mal. Warum hast du das Institut verlassen? Ich weiß, dass du von dort kommst. Du weißt von der Flucht? Aber wie? Nein, das spielt keine Rolle. Ich gehe nicht zurück. Kann nicht zurück. Schau mich nur an. Was machst du hier überhaupt? Was willst du? Voll die Probleme, ja. Ganz ruhig. Ich will nur wissen, wie ich da reinkomme. Moment, was? Ist das dein Ernst? Jupp. Du willst ins Institut? Bist du bescheuert? Abgesehen davon, dass es unmöglich ist. Selbst wenn du es schaffst, würdest du so gut wie sicher auf der Stelle draufgehen. Aus welchem Grund solltest du bitte ein solches Risiko eingehen? Naja, Das spielt keine Rolle. Wenn du wirklich was von mir willst. Ja, okay. Ich suche nach meinem Sohn. Das Institut hat ihn entführt. Oh nein. Ich hatte ja keine Ahnung. Tut mir leid. Ja, das Institut hat früher schon Leute aus dem Commonwealth entführt. Wenn es auch deinen Sohn erwischt hat, dann verstehe ich, warum du dorthin willst. Ich kann dich da reinbringen, aber nicht ohne Gegenleistung. Okay. Du hilfst mir, ich helfe dir. In Ordnung. Wenn ich dir helfe, musst du etwas für mich tun. Vor meiner Flucht arbeitete ich an einem Serum, das diese Mutation rückgängig macht. Es könnte mich wieder normal machen, verstehst du? Hol es bitte für mich aus meinem alten Büro, wenn du es da reinschaffst. Ich würde sagen, das ist eine angemessene Gegenleistung. Okidoki. In Ordnung. Dann lass uns über die Details reden. Fangen wir von vorne an. Weißt du, wie Sünds das Institut betreten und verlassen? Ja, die verwenden so einen Teleporter. Sieh an. Von dem wissen nicht viele, das ist ziemlich geil. Ja. Du hast deine Hausaufgaben gemacht. Ja, natürlich, hallo. Er wird gemeinhin als Molekulartransmitter bezeichnet. Ich verstehe nicht wirklich, wie er funktioniert, aber er tut es. Entmaterialisiert dich an einem Ort und materialisiert dich an einem anderen. Hört sich verrückt an, ist aber wahr. Der Transmitter ist der einzige Ein- und Ausgang des Instituts. Verstehst du? Der einzige. Und das heißt, dass du ihn verwenden musst. Also, hast du je einen Institutsrunner gesehen? Ja. Klar, jede Menge. Erzähl keinen Mist. Mehr als einen und du würdest jetzt nicht hier stehen. Runner sind Sünds des Instituts, die nur einen Zweck haben. Sie sind Jäger. Wenn ein Einsatz in die Hose geht oder ein Sünd vermisst wird, dann schicken sie einen Runner. Sie sind sehr gut darin, was sie tun. Und du musst einen von ihnen erledigen. Dann mal los. Sag mir einfach, wohin ich gehen muss. Nun, Enthusiasmus ist immerhin ein Anfang. Ich denke auch. Jeder Runner verfügt über besondere Hardware, die direkt mit dem Transmitter des Instituts verbunden ist. Du brauchst diesen Chip in ihrem Kopf. Aber dafür brauchst du erst einen Runner. Ich weiß allerdings nicht genau, wo man einen findet. Sie haben mir keinen auf den Hals gehetzt. Und hier herumzusitzen ist wohl auch keine Lösung. Du musst Jagd auf einen machen. Ich kann dir sagen, wo du am besten anfängst. Und dir auch helfen. Aber die Drecksarbeit musst du selber erledigen. Ah, das kriegen wir hin. Gut, dann mal ran ans Werk. In Ordnung. Der primäre Einstiegspunkt der Runner sind die CIT-Ruinen. Direkt über dem Institut. Dorthin solltest du gehen. Okay. Der Transmitter erzeugt recht heftige Interferenzen im gesamten EM-Spektrum. Dein Pip-Boy hat ein Radio, nicht wahr? Stelle es in den Ruinen auf den unteren Frequenzbereich ein und du wirst die Interferenzen hören. Folge dem Signal bis zu einem Runner. Dann musst du nur noch nicht draufgehen. Ich sage es dir ganz offen. Deine Chancen stehen schlecht.
Aber wenn du es schaffst, denk an das Serum. Ich brauche es dringend. Ich hoffe wirklich, dass du findest, wonach du suchst. Das hoffe ich auch. Tja, Mensch, ich weiß gar nicht, gab es nicht eine Pip-Boy-Figur? Also eine Vault-Boy. Das ist übrigens sein Bettchen. Das ist okay. Tja, für einen Supermutanten anscheinend gemütlich. So, wir dürfen hier nichts mitnehmen. Der ist sehr, sehr kleinlich, was seine Sachen angeht. Aber guck mal, er hat einen Wachroboter. Schütze und Diene. Ja, es ist okay. Schütze und Diene, du mal. Und hier ist noch ein Magazin. Nett. Das darf ich nehmen. Energiewaffen verursachen dauerhaft 5% mehr kritischen Schaden. Kämpfe werden mit Fäusten gewonnen. Unterschätze einen Runner nicht, wenn du auf einen triffst. Okay. Gut, nützt dir der Chip nichts. Okay. Was ist das denn für ein Gestank? Gestank? Ich dachte, du kannst nicht riechen. Naja. Gut, den hätten wir das auf jeden Fall an dieser Stelle geschafft. Ja, mal gucken, wie wir dann einen Runner bekommen wollen. Alle sagen ja, die wären so übel. Gucken wir mal, ob das wirklich so ist. In diesem Sinne, bis dahin, euer Mr.